Mahlzeit, meine Nintendo Switch-Freunde. Für mich auch ein bisschen ungewohnt, denn ich nehme die Nintendo Switch-News heute mal an einem Abend auf, weil ich morgen früh leider sehr früh raus muss, weil ich arbeitsbedingt einen anderen Termin habe. Aber das ist ja nicht so schlimm, es ist nur ein bisschen dunkler und ja, ein bisschen müde bin ich auch. Wir haben heute einiges zu besprechen, denn es gibt physische Spiele, die so billig waren wie noch nie tatsächlich von Nintendo. Dann arbeitet Rockstar Games an etwas, was uns in Zukunft ziemlich coole Spiele bringen würden. Und es gibt noch ein paar Probleme mit ein paar Spielen und hin und her. Ihr kennt das, ein paar Dinge habe ich immer noch mit am Start. Ich würde sagen, wir starten direkt los, beziehungsweise begrüße ich natürlich unseren neuen Zuschauer. Und wenn ihr wirklich so neu seid, dass ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt gerne machen und die Acke aktivieren, dann wisst ihr Bescheid. Ja, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und jetzt geht's los. Das Animal Crossing DLC und Update ist herausgekommen. Das Update ein bisschen früher, DLC am 5. war es, glaube ich. Und wir haben das ja auch schon zusammen auf Twitch mal angetestet. Wie gesagt, mein Twitch-Link findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Wir haben es am Freitag, glaube ich, gute 2 Stunden gespielt. Das ist ziemlich cool. Ich habe noch nicht alles ausgetestet. Aber auf jeden Fall hat man wieder etliches bereisen, ja, oder zu machen. Und ich merke auch, bei uns im Discord, in der Community, Link ebenfalls unten in der Videobeschreibung, spielen wieder viel mehr Leute Animal Crossing. Wieso sage ich jetzt eigentlich so? Ach so, ja, es gibt nämlich ein Problem bei Animal Crossing und zwar gibt es derzeit wohl einen Bug. Der tritt aber dann nur dann auf, wenn man den DLC Happy Home Paradise hat und wenn ich den Flugsteig offen habe und ich ein Haus von einem Inselbewohner versetzen möchte, dann kann es nämlich zu einem Game Crash führen. Also wie gesagt, es ist relativ einfach, ist den Flugsteig gar nicht zu öffnen, wenn ich Inselbewohner versetzen möchte. Dann muss man damit gar nichts machen. Bisher gibt es noch keinen Patch. Wir wissen, Nintendo arbeitet mit Hochdruck daran. Also ich denke mal, vor 2030 werden wir den auf jeden Fall auf der Konsole haben. Wenn ihr auch Animal Crossing-Freunde seid, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr DLC und das Update findet. Wie gesagt, ich finde, es ist gelungen. Allerdings sollte man Nintendo nicht so viel dafür loben, weil davor haben sie in den vergangenen Monaten ja nicht so wahnsinnig viel rausgebracht. Wir kennen das doch alles. Nintendo Switch-Konsolen oder generell Nintendo-Konsolen sind für Kinder. Ja, das höre ich immer wieder. Und wir haben jetzt mal eine Statistik von der Nintendo Switch, wo der Altersdurchschnitt darlegt, dass das gar nicht so der Fall ist. Man sieht schön an dieser Grafik, dass es so etwa bei dem 5. Lebensjahr anfängt und steigt dann stetig bis zum Alter ungefähr von etwa 12 Jahren und dann das so ein bisschen ab tatsächlich und geht dann erst wieder eigentlich ab dem 18. Lebensjahr los. Um dann eben halt, wie gesagt, wenn man 21 ist, den größten Anteil zu haben. Ja, und dann plänkelt das so vor sich hin. Ja, ich bin da, glaube ich, repräsentativ in dieser Gruppe total fehl am Platze. Aber das macht ja nichts. Aber es war halt immer schon so, dass, ich sag mal, Nintendo-Konsolen eigentlich dieses Problem hat. Und ich sehe das auch an meinen Kindern, das kann ich immer sehr gut sehen. In diesem Alter eben von, ich sag mal, wirklich so 10, 11, 12, da geht es eigentlich los, dass die Kinder da eben auch, weil sie miteinander andere Spiele spielen und einfach grafisch mit ein bisschen was anderes erleben wollen tatsächlich. Und da ist natürlich die Nintendo-Konsole an sich nicht so wirklich ideal aufgestellt. Und ich glaube einfach auch, dass wir im Alter nachher, vor allen Dingen ab 18, 21, auch wieder mehr coole Spiele spielen wollen. Und die Exklusivtitel sind natürlich von Nintendo auch ziemlich cool. Also die haben gute Franchises, muss man einfach sagen. Die haben coole Koop-Spiele. Ich glaube aber trotzdem, dass auch Nintendo für die jüngere Generation, sag ich mal, gut, Bayonetta 3 ist jetzt ein ziemlich blödes Beispiel, weil es erst ab 18 sein wird. Aber versucht natürlich auch mit Third-Party-Herstellern irgendwas auf den Markt zu bringen. Das ist auch vielleicht in dieser Alterskategorie dann interessanter wird, wie gesagt, ab 11, 12 Jahren. Wie gesagt, ist es bei meinem Sohn ist es wirklich komplett so gewesen. Er hat eigentlich bis zum Alter von so 10, 11 Jahren fast nur ausschließlich mit der Switch gespielt, ist dann umgesiedelt auf die PlayStation und ab und an spielt er noch meistens, wenn er mal was spielt, wirklich Mario Kart. Und das war es dann derzeit. Mal gucken, wann er wieder zurückkommt. Ich dränge ihn da jedenfalls nicht. Und könnt ihr mal schreiben, wie das bei euch ist, wenn ihr ebenfalls Kinder habt oder wenn ihr im entsprechenden Alter seid. Dass Nintendo Switch-Spiele im Angebot sind, also ich meine wirklich von Nintendo AAA-Games, ist ja eh schon kaum oder selten der Fall. Und dann hat man sie meistens irgendwie nur im eShop im Angebot und dann sind sie irgendwie digital. Und ihr wisst Bescheid, ich mag keine digitalen Games. Und aktuell gibt es bei Amazon einige Angebote. Okay, die sind halt immer noch nicht super günstig, aber es ist halt günstiger, als was wir sonst dafür bezahlen. Ich habe euch natürlich sämtliche Links zu den Spielen unten einfach mal in die Videobeschreibung ebenfalls gepackt. Vollgepackte Videobeschreibung, ihr kennt das von meiner Freunde. Zum Beispiel haben wir da Metroid Dread, was wirklich wahrscheinlich mit eins der Spiele 2021 für mich sein wird. Das werde ich auch in natürlich Ende Dezember dann mein Video zu rausbringen, wie letztes Jahr ähnlich, also was meine Spiele dieses Jahres war. Das sieht sehr gut aus, dass das sehr weit vorne landet. Ist aktuell verfügbar für
47,99 €. Dann haben wir den Dauerbrenner Animal Crossing, der wahrscheinlich jetzt nochmal ein richtiges, da sind sich nochmal, einiges verkaufen wird. Und ich bin ja fast sicher, dass es jetzt irgendwann Mario Kart 8 Deluxe überholen wird. Ist auch im Angebot für 44,99 €. Breath of the Wild, ja, ist mega super günstig Angebot. 51,99 €. Die Spiele werden einfach nicht günstiger, wisst es, meine Freunde, so ist es halt dann. Super Mario Odyssey, ja, mit das beste 3D-Plattformer, Jump'n'Run, mega geil, eigentlich mit das beste, mit der besten Plattformer für die Switch definitiv. Aktuell im Angebot für 46,99 €, eigentlich auch ein ganz guter Preis für das physische Spiel. Mario Kart 8 Deluxe, das meistverkaufteste Spiel auf der Nintendo Switch tatsächlich, hat sich ja auch, es verkauft sich einfach wie geschnitten Brot, es ist unfassbar. Also das, wenn man mal überlegt, dass es eigentlich gar kein wirklich voll eigenständiges Spiel ist, ist das noch unglaublicher tatsächlich. Liegt derzeit bei 47,99 € und auch Super Smash kann man derzeit günstiger werben und kostet ebenfalls 47,99 €. Das heißt, wenn ihr schon immer physische Spiele haben wolltet, was ich glaube, günstiger waren die physisch noch nie. Also ich habe es jetzt, glaube ich, bei Amazon, ich verfolge das jetzt nicht tagtäglich so, aber das ist für Preise, die man sonst so häufig nicht sieht. Wie gesagt, Links unten in der Videobeschreibung. Dann gucken wir uns mal das Switch Online Erweiterungspaket an. Das ist ja auch relativ beliebt. Also viele, ich kenne einige, die sich das geholt haben. Ich bin da eigentlich auch super mit zufrieden. Preislich, ja, müssen wir nicht drüber reden, ist es vielleicht für mich ein bisschen 5 € zu teuer, aber das ist, soll jetzt hier gar nicht Inhalt dessen sein, sondern ich habe gelesen, dass mittlerweile 32 Millionen Abonnenten bzw. Abonnentinnen es gibt. Das wurde jetzt nicht aufgesplittet zwischen normal und erweitert. Also das weiß man nicht. Also generell 32 Millionen Online-Mitgliedschaften, wie die aufgeteilt werden, wären mal super interessant. Da sehen wir vielleicht im nächsten Geschäftsbericht mal was. Würde ich echt mal interessieren, wie da das Verhältnis ist. Wissen wir jetzt derzeit nicht. Aber Nintendo hat auch auf jeden Fall gesagt, dass sie den Premium-Service bzw. diesen Online-Service auch ausbauen wollen. Der haben nämlich gesagt, durch die Verbesserung der Dienste haben wir die Möglichkeit für Mitglieder verbessert, weiter mit der Nintendo Switch zu spielen. Zu diesen Verbesserungen gehören Game-Trial-Events, die es den Nutzern ermöglicht, einen bestimmten Titel während eines bestimmten Zeitraums zu spielen und das Hinzufügen von exklusiven Spielen für Mitglieder. In Zukunft werden wir sowohl Nintendo Switch Online als auch Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspaket weiter verbessern und ausbauen und uns bemühen, Dienste anzubieten, die Kunden zufriedenstellen, so Nintendo. Viele wissen nämlich vielleicht auch nicht, dass Nintendo teilweise wirklich Game Trials rausschmeißt. Da kann man 7 Tage, glaube ich, immer ein Spiel testen und das ohne Begrenzung. Das heißt, wenn ihr es durchspielt in 7 Tagen, dann ist es halt durch. Ich glaube, momentan ist es nichts draußen. Müsste man einfach auf der Nintendo-Seite gucken. Aber ansonsten gibt es tatsächlich nicht nur diese reinen Demos, sondern wo ihr das Spiel einfach 7 Tage vollkommen ohne Hindernisse spielen könnt. Es ist aber auch interessant, dass sie jetzt sagen, wir wollen natürlich dann die Nintendo Online Switch Mitgliedschaft erweitern und die Erweiterungspaket. Ich bin mal gespannt. Ich meine, wenn man jetzt immer so DLCs bringt für irgendwas, so, weiß ich nicht, Mario Kart 8 Deluxe Strecken-DLC. Okay, war ein schlechter Scherz, wird nie kommen. Aber ihr wisst Bescheid. Und bin ich gespannt, ob es ebenfalls auch in das Erweiterungspaket Plus landet und man eben es dann auch besitzt. Natürlich darf das dann nicht daran ausarten, dass wir jedes Mal einen Preiszuwachs bekommen von x Euro, sondern es müsste dann halt diesen Preis behalten. Dann wäre das auch irgendwann eine Mitgliedschaft, die sich natürlich mega lohnen würde. Da muss man einfach mal abwarten. Immer noch im Gespräch sind natürlich auch Game Boy Advance und Game Boy Color Emulatoren, neben denen, den wir jetzt schon haben. Und das würde ich mega feiern. Es gibt eine riesen Game-Bibliothek einfach von Game Boy Advance und Game Boy generell. Und das ist auch so eine, der Handheld, also Game Boy insbesondere, wo ich mit aufgewachsen bin, würde mich mega freuen, einfach nochmal so ein paar Dinge zu zocken tatsächlich. Und von daher würde ich mich schon mega freuen, wenn das irgendwann mal reinkommen würde. Ihr könnt ja auch einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, und zum Preis braucht ihr mir nichts mehr sagen. Ich weiß mittlerweile, dass ihr das entweder okay findet oder einfach zu teuer. Und dann gibt es mal ein bisschen Gerüchte um eine Engine, und wenn das stimmen würde und das, ich sag mal, das hat man jetzt häufiger mal gehört, dann wäre das ziemlich cool. Rockstar Games gehört ja wohl so zu den erfolgreichsten Videospieleentwickler in den letzten Jahren und Jahrzehnten und sind natürlich bekannt geworden insbesondere durch GTA, aber haben auch sowas gemacht wie Red Dead Redemption, auch mega geiles Spiel, und Max Payne und sonstiges. Leider ist natürlich bis dato also nicht so wahnsinnig viel auf der
Nintendo-Konsole gelandet. Wir hatten mal, glaube ich, auf der 3DS dieses GTA, wie hieß das denn nochmal, Shiner Wars oder so. Ich habe das nie wirklich gezockt. Und natürlich bekommen wir jetzt am 11. November in der digitalen Version GTA die Trilogie in der Remaster-Version und ab dem 7. Dezember diese fake-physische Version, was ich in der letzten Nintendo News was zu gesagt habe, verlinke ich euch einfach nochmal hier oben. Ja, und ich bin mal wirklich maximal gespannt, denn es geht hier darum, um das Gerücht, dass man die Engine, also die, wie heißt sie, die Rage Engine auf die Nintendo Switch bringen möchte, um dann eben gewisse Spiele vielleicht noch auf die Switch zu bringen. Und wenn wir mal uns da anschauen, eben was so auf der Rage Engine läuft, wäre das zum Beispiel GTA 4 und 5. Ja, jetzt haben wir schon die Trilogie bekommen. Vielleicht will ja Rockstar auch irgendwann mal diese Spiele auf die Switch bringen. Dann haben wir aber noch Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2. Und das wären schon zwei Spiele, die ich sehr, sehr, sehr gerne sehen würde. Dass das möglich ist, wir haben so mit Witcher 3. Mit Witcher 3 ja auch ein relativ großes Open-World-Game bekommen. Und auch wenn das natürlich grafisch, logischerweise, Leute, ihr wisst Bescheid, ein bisschen ruppelig läuft, aber man kann Witcher 3 tatsächlich auf der Switch spielen und das ist schon bemerkenswert tatsächlich. Und Max Payne oder sonstiges. Also ich würde mega geil feiern, wenn wir Red Dead Redemption irgendwann sehen würde. Vielleicht ist es aber auch irgendwie so ein, dass man jetzt schon anfängt irgendwie die Rockstar Games, dass die Rage Engine draufbringen wollen, dass wir irgendwann mal vielleicht doch eine neue Switch bekommen mit mehr Leistung und dann sind die da passend für vorbereitet. Wir wissen es nicht. Ihr könnt es einfach in die Kommentare mal schreiben, was ihr dazu denkt. Und ich bin für heute mal wieder raus. Wenn ihr einfach mal ein anderes Video sehen wollt, was nehmen wir denn heute? Die besten Open-World-Games klicken.